So, angekommen im Berg des Gardens. Wir haben jetzt kurz vor 1, 1 Uhr schon durch. Noch eine Kleinigkeit essen. War eine anstrengende Fahrt, aber auch eine trotzdem ziemlich ruhige. Ja, morgen gibt es eine Roomtour. Man erkennt jetzt eh nicht viel. Ja, aber das Ganze dann morgen. Dann schlafen alle gut und bis morgen. Guten Morgen! So, nach den gestern gab es ja nicht mehr viel von mir. Anreisetag etc. Heute gibt es mal gleich eine kleine Roomtour. Und dann geht's zum Jänner. Zum Jänner auf dem Jänner, mal gucken, was der Schnee sagt. Die Berge sind schon noch sehr verschneit, sieht man auf jeden Fall. Werde ich euch gleich auch mal zeigen. Nichtsdestotrotz jetzt mal eine kleine Roomtour von der Ferienwohnung. Und ja. So, meine Kamera richtig stellen. Hier haben wir das Wohnzimmer. Ja, vom Wohnzimmer können wir auf den Balkon. Wie man sieht, aktuell ist es am Regnen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Der Ausblick, momentan liegt noch alles im Nebel. Meine, da hinten müsste man den Watzmann erahnen. Wie gesagt, momentan liegt noch alles im Nebel. Ja. Dann, upsa, direkter Zugang hier ins Geisterparadies. So, direkter Zugang zu ins Schlafzimmer vom Balkon aus. Entschuldigung, so. Ja, Schlafzimmer. Schränklein, Bett und der Watzmann. Findest du hier im Hotel und Umgebung eigentlich überall auf Bildern etc. Also dass es Nebel ist, du siehst den Watzmann eigentlich irgendwo immer hier. Sei es auf Bildern etc. So, dann das kleine Badezimmer mit Toilette. Nichts Wildes, aber lang, ne? Kleines Waschbecken, kleiner Spiegel, ganz nice. Küche. Auch nichts Großes, aber auf jeden Fall ausreichend für ein paar Tage. So. Und das große Badezimmer. Das bringt ja nichts. Waschbecken, Spiegel. Ja. Ja, so. Ja, auf jeden Fall wird jetzt umgezogen. Und dann geht zum Watzmann und dann melde ich mich wieder. Nicht Watzmann, zum Jena. Dann melde ich mich am Jänner wieder und bis später. So, wir befinden uns jetzt am Hinterbrand. Parkplatz, von hier geht's rauf zum Jänner. Es ist alles schon ziemlich weiß hier, oder was heißt immer noch weiß hier. Mal gucken, wie weit wir überhaupt drauf kommen, ob wir bis oben hinkommen. Man erkennt das ein bisschen in den Gipfeln. Das ist hier halt echt noch schön, teilweise weiß ist.
Aber das lässt uns jetzt nicht abschrecken. Wir machen uns jetzt auf. Ab jetzt filme ich weiter mit der GoPro. Bis später. So, nun überqueren wir eine Lawine im Tiefschnee. Das wird interessant. Aber zwei sind auf jeden Fall vor uns auch schon hierher gelaufen. Also von daher, alles halb so wild. Oder auch nicht. Thank you.
So, darum ist er, die Station. Und rechts da hoch ist der Gipfel. Wir gehen jetzt diesen Weg, den man nur erahnen kann, um diesen Wald, denke ich mal, da hoch. Und da oben ist der Gipfel, da ist ein Gipfelkreuz. Oder ist das ein anderer Gipfel? Das werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall mal ein Bild von mir. Bis später. Guck mal, die ist abgegangen. Aber hier liegen geblieben. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Rückweg vom Jena, beziehungsweise wir waren noch nicht mal auf dem Jena, weil der Schnee einfach noch so viel ist, dass kein sicherer Anstieg und vor allem kein sicherer Rückweg gewährleistet werden kann. Und bevor da so viel passiert, treten wir den Rückweg an. Sind ja hier hoch schon über zwei, drei Lawinenfelder gegangen. Und nach da oben sieht es halt nicht besser aus. Würde mal sagen, wir haben hier schon stellenweise knapp einen halben Meter mindestens Schnee. Und da ist kein sicheres Vorankommen möglich. Deswegen begeben wir uns jetzt auf den Rückweg. Ja, ich melde mich nochmal, wenn wir unten sind. Wir waren erst knapp auf 1.500, 1.600 irgendwo dazwischen Metern. Mal gucken, ich glaube, den 2000er können wir uns diesen Urlaub auf jeden Fall abschminken. Bis später. Vor uns sieht man gerade so ein bisschen aus dem Nebel raus, wie der Watzmann hervorkommt. Wie man da auch erkennen kann, die Schneefelder, also ist das aktuell halt auch eher nichts, was man sicher besteigen kann. War ja eigentlich das Ziel der Watzmann diesen Urlaub, aber vielleicht mal gucken, vielleicht kommt man ja bis zum Watzmannhaus. Muss man mal schauen. So, und keine 300 Höhenmeter. Weiter unten sind die Wege frei. Die Ränder sind auch noch ein bisschen voller Schnee, aber die Wege sind frei und man kann eigentlich relativ gut gehen. 300 Meter weiter oben ist es nicht möglich gewesen. Also nicht ohne Gefahren und deswegen war es, glaube ich, der sicherste Weg, nach unten zu gehen. Hier sieht man jetzt nochmal schön, wie der Nebel oder die Wolken am Watzmann hochziehen. Ne? Das ist natürlich auch schon ein hammergeiles Bild. Ich hoffe nur, dass man es mit der GoPro richtig erkennt. Da unten eine Kurve, vielleicht hat man da noch mal eine geilere Sicht. Aber das sieht schon gigantisch aus. Der hüllt den ja quasi, also die Wolke hüllt den Watzmann da ja komplett ein. Also das ist schon Wahnsinn. So, ich mache jetzt noch die Runde ein bisschen länger und gehe runter noch bis zum Königssee. 2 Stunden steht auf den Schildern. Ich denke mal, dass ich schneller unten bin.
weil so habe ich noch ein paar Minuten und wir haben ja noch, wie viel haben wir? Ich glaube jetzt halb drei. Ja. Deswegen kann man das noch ein bisschen, und das Wetter ist ganz schön, kann man das noch ein bisschen ausnutzen und ja. Darum sieht man nochmal das eigentliche Ziel. Da oben ist die Bergstation. Da oben sieht man sogar jetzt das Gipfelkreuz. Da oben sieht man das andere Gipfelkreuz. Aber wie gesagt, es war einfach nicht machbar. Deswegen leider der Abstieg. Ja, wie gedacht, dafür jetzt runter zum Königssee. Bis später. So, bin jetzt wieder auf dem Weg, den ich runtergegangen bin, weil die Abzweigung gesperrt ist, wo es zum Königssee runterkommt. Also, jetzt wieder hoch zu jener Mittelstation und von da dann wieder rüber zum Parkplatz und da werde ich abgeholt. Ja, fahre jetzt runter auf 900, muss jetzt wieder auf 1200, dann auf deiner Seite von 1200, wieder auf 1000. Ja, vorher informieren, ob Wege offen oder zu sind und die Sache wäre nicht passiert, aber egal. Aus Fehlern lernt man, hat gerade eine geile Sicht auf den Königssee gehabt. Aber mittlerweile merke ich halt auch, dass die Kondition jetzt nach 30 Kilometern bergauf, bergab doch auch so ein bisschen nachlässt. Aber egal. Das ziehe ich jetzt noch durch. Dann freue ich mich aufs Abendessen. Heute Abend gibt es Wolfsbarsch. Ich schätze mal, so 2 Stunden sollte ihr auch im Hotel sein. Pünktlich zum Abendessen. Ja, das sollte passen. Ich mache gleich noch mal eine kleine Pause. Ein bisschen was zu trinken. Ja. Und dann Endspurt. Ja. Wenigstens ist hier kein Schnee. Das ist schon mal ganz angenehm. Bis später. Abschlussbericht. Bin jetzt wieder am Parkplatz. Ja, waren erst 13 oder 14 Kilometer. 1600 Höhenmeter. Reine Gehzeit 4 Stunden. Alles weitere lasse ich als Datei, als Grafik eventuell einblenden. Haut rein, bis später.
Ja, Mahlzeit, Abend. So, Tag 1 ist quasi fast rum. Ich bin jetzt noch am Königssee. Nach dem Abendessen mal eben geguckt, was hier so los ist. Hinter mir haben wir den Jänner, wo wir heute probiert haben hochzukommen. Da sieht man noch mal, wie weiß der ist. Ja, das war Tag 1. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich bin insgesamt bei, also nur wandertechnisch, 14 Kilometer. Höchster Punkt waren knapp 1600. Anstieg waren insgesamt 680 Höhenmeter. Abstieg 690. Ja, wenn gewünscht ist, kann ich das ja mal ein extra Video einblenden oder zeigen. Ja, das soll es von mir heute gewesen sein. Denke, dass es jetzt auch so langsam wieder Richtung Hotel geht. Und dann sind wir gespannt auf die Sachen, die morgen auf uns warten. Mache euch jetzt noch ein paar Eindrücke von Königssee. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Und bis morgen.